Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Folge. Von folgenschweren Entscheidungen. So. Immer noch nur Level 23. Ja, wobei, nach der Strecke sollten wir eigentlich schon wieder ordentlich XP bekommen. Ist ja doch eine relativ lange Strecke. Alter, unser Kontostand, Alter. Was ein Armutszeugnis. So. Okay, wir fahren los. Irgendwelche möchte gerne Rapper immer von Deep Throat reden, Alter, der weiß gar nicht, was das bedeutet. Der soll erstmal grün hinter den Ohren werden. Der hat bestimmt noch nie einen Dungeon von innen gesehen. Ach ja. Ernsthaft? Umleitung? So ist sie vorbei. Danke. Okay, jetzt komme ich. Du hast mal deine Pause hier. Haben wir Umleitung nicht deaktiviert gehabt? Hä, Momentchen mal. Da können wir gar nicht weg. Okay, wir müssen hier. Aber jetzt weißt du was. Ich dachte, wir hätten das bereits deaktiviert gehabt. Gameplay. Oder was ATS, wo ich es deaktiviert habe. Kann sogar sein. What? Ist immer noch da. How is it even possible? Ich hab euch weggezaubert, ihr Arschlöcher. Magie ist real. Magie auch. Nee, sag so, wenn ich privat spiele, easy, kein Problem. Weil da fahre ich halt sowieso immer nur rum. Ha? Aber hier bei irgendwelchen Aufträgen, ich meine. Nee. Nicht im Let's Play. Vor allem, weil es halt immer an so uns günstigen Stellen ist, wo man halt kaum Umgehungsmöglichkeiten hat. Aber wie gesagt, man hätte hier halt wenden müssen, da wäre die Frage, ob hier überhaupt offen gewesen wäre. Obwohl nach hier fahren kannst du ja nicht, weil da hättest du ja auch erstmal gerade ausfahren müssen, um dann in die andere Richtung zu fahren. Wobei, da wäre halt auch nichts gewesen. Wow. Hä? Stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier einen Job gehabt. Da wären wir gar nicht hingekommen. Obwohl doch erst hochfahren, wenden und dann über die. Ja, nee. Nein. Lass mal gut sein. Nicht, wenn wir hier rumrasen wollen. Wir wären hier wirklich gar nicht lang gekommen, kann das sein? Gut, da vorne ist E-Maut. Genau, hier war gesperrt. Ja, da, ja, guck mal, da wäre auch gesperrt gewesen. Das heißt, wir hätten hier hinten lang fahren müssen, aber hier gibt es keine andere Strecke. Gut, wir hätten hier komplett außen rum fahren müssen. Das Problem ist aber, wir hätten hier auch nur verwenden können.
diese Umleitung wäre gar nicht possible gewesen. Wir wären nur krank gekommen. Ne, also nochmal Recapture, ne, geradeaus, hier geht nicht. Das heißt, wir können auch nicht hier über diese Straße oft in die Richtung fahren. Das heißt, die Richtung ist gesperrt, die Richtung ist gesperrt, wir könnten nur in die Richtung fahren. Das Problem ist nur, hier zurückfahren, müssten wir dann auch dann wieder in die Richtung weiterfahren und das geht ja nicht. Ich meine, gut, wir hätten das zumindest nutzen können, um hier zu wenden und dann wieder in die Richtung wegzufahren. Und dann hätten wir hier irgendwo ganz außen lang fahren müssen. What the fuck? Das ist halt das Problem. Guck mal, hier zum Beispiel. Die Straße hier. Die müsste man durchziehen. Dann könnte man noch solche Spielereien machen, dass man hier die Straßen blockiert. So, dass man quasi hier eine richtige Umgehungsstraße hat. Aber dadurch, dass hier halt alles gestückelt ist, wobei das jetzt hier wirklich schon sehr offensichtlich ist, das macht es halt unmöglich. Also, warte. Kann sein, dass die Straße sogar actually durchgeht. Die Straße geht sogar actually durch. Die ist einfach nur so blockiert, weil YOLO. Die haben sich sogar die Mühe gemacht, die Straße hier durchzuziehen und haben sie dann aber einfach gesperrt. Lolorov. Okay. Das ist natürlich interessant. Wo ist denn mein LKW? Hä? Wieso kann ich gerade auf meinen LKW nicht zugreifen? Achso, nee. Hä? Achso, F1, ne? Ja, F1 war aktiv. Das Problem ist halt, wenn du in diesem Modus bist und du F1 drückst, du siehst nicht, dass F1 gedrückt ist. Das heißt, wenn du irgendwo rumfliegst, weißt du nicht, warum du jetzt ein bisschen nichts mehr machen kannst. Weil F1 aktiv ist. Lol. Naja. Ja, der hat mir gesagt, du warst. Ne, wenn ihr das ein bisschen implementiert. Also. Es gibt halt zwei Möglichkeiten. Einmal, dass man in dem Spiel bestimmte Stellen markiert. Als Beispiel. Hier. Dass man sagt, okay. Hier diese Stelle markiert man im Spiel, sodass das quasi gesperrt sein kann. Ne, da kann man hier nicht lang fahren. Man hat aber hier eine Umgehungsstraße. Man kommt also immer dran vorbei. Oder man muss halt insgesamt mehr Straßen implementieren. Dann kann halt überall eine Umleitung sein. Man hat aber auch überall eine Umgehungsmöglichkeit. Aber sowas wie hier ist halt blöd. Deswegen, also das ist ein bisschen sehr schwach implementiert. Ja, dumm gelaufen. Deswegen und sowas. Nö. Oder wieso? Ich habe gerade F6 gedrückt, um zu speichern, weil ich gerade was probieren wollte. Hab dann aber random einfach A und D gedrückt statt S. Also, ich habe erst D gedrückt, weil ich bremsen wollte. Also, eigentlich wollte ich natürlich S drücken. Hab dann aber D gedrückt, aus Versehen. Und statt mich dann auf die S-Taste zu korrigieren, bin ich noch ein zu weit gesprungen, hab dann die A-Taste gedrückt, was halt auch falsch ist. Zeit zu gehen. Ah. Was ich eigentlich gucken wollte, ist, dass ich quasi durch die Schranke mit schneller als 30, also mit mehr als 30 km/h durchfahren kann, wenn die bereits offen ist, oder ob da doch noch irgendwie eine Alpha-Wand da ist, die mich dann blockiert. Ah. Naja. Hat nicht geklappt. Beim nächsten Mal. Sad life. So, jetzt bei links. Bitte schön.
Warum fliegt der nach links? LKWs haben rechts zu bleiben. Was ist mit dem los? Vor allem so vollkommen random. Vor ihm war ja nichts, was er überholen möchte oder sowas. Hä? Okay. Ich habe vorhin, sollen alle so machen, Alter. Welcome to SCS Software. Oh, schon wieder Maut. Okay. Okay, I get it. I get it. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie ein Pen gehen. Wir haben 4 Stunden noch was. Tanken brauchen wir nicht, aber zumindest mal wieder irgendwann ins Bett. So, das heißt, das ist viel zu nah. Das ist auch zu nah, das ist auch zu nah. Oh, 7 Stunden. Okay, das ist vielleicht doch nicht zu nah. Ja, das ist gut. Und dann sind wir auch schon bald da, ne? Fertig zum Losfahren. Was ist das hier für ein Gebiet? Warum darf man nur 50 fahren? Achso, eine Grenze, ne? War gerade eine Grenze zwischen zwei Ländern. Aber hast du aus dem Augenwinkel noch ein Stück Flagge gesehen? Da muss man eine Flagge zeigen. Na, ja. Hier ist Spanien. Espanol. Jetzt sind wir in Spanien. Und die schleichen schon wieder alle rum. Leute. Typisch Spanien, du. Ah, die Kurve ist ein bisschen eng. Oh, schon wieder Maut. Irgendwie haben wir keine Zeit gewinnen, ne? Wir sind losgefahren mit einer vermuteten Ankunft um 11 Uhr noch was und jetzt ist es immer noch mit vermuteter Ankunft 11 Uhr noch was. Zwischenzeitlich waren wir schon runter auf 10 Uhr noch was, also da haben wir schon eine Stunde Gewinn gemacht. Aber mit dem Raven bekommen wir aktuell keinen Zeitgewinn. Das ist ja... Wollen wir die ganzen Mautstrecken immer wieder komplett runterbremsen? Das ist schon echt krank. Oh, wir kommen ja nur so durch. Super, hier muss ich ja außen rum. Ah ne, hier ist alles. So, einmal geradeaus weiter, okay. I'm gonna give in now. I'm gonna live this now. I'm gonna do it. I'm gonna kill this stuff real quick.
get no sleep. So I just need to get it, man, I need to be. The thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dark, I'ma play the ball. Cause I gotta go to get him and I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, I'ma shine. Ich hab Bart bekommen. Ah, ich hab Geld bekommen. Das hat einiges. Schon wieder Maut. Jetzt wieder alles gesperrt. So, müsste passen. Wow, wow. Ja, passt gut. Das war gerade so eine Stelle. Er musste versuchen zu lenken, bremsen, ihn hinten nicht reinfahren und nicht gegen die Maut stoßen. Aber ich hab's gemeistert. Jetzt bin ich Level 2. Dich dränge ich gleich ab, Junge. Warte nur, bis ich auf Geschwindigkeit bin. Ah, warte noch ein Stück. Noch ein bisschen. Ey, du darfst warten. Warte doch mal. Genau, komm ein Stück zurück hier. Jetzt dränge ich dich von der Straße, Junge. Da hat er noch nicht gesehen, du. Oh ne, er biegt ab. Wieso biegt er ab? Ah? Ah? Oh, der bleibt hier. Aus, ja, 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 ja. Jawohl. Ja. Ey, wie wird schon wieder dunkel? Na gut, brauchen wir nicht. Noch nicht. Vorher kommen wir in eine relativ enge Kurve. So. Ach, da unten. Kann ich einfach durchfahren? Ja, ne? Ja, nee. Ja, doch, kann ich fallen. Okay. Das ist keine Mautstelle. Ist bloß ein Parkbereich. Porte de Barcelona. Ach, was sehe ich denn da schon wieder auf der Landkarte? Ach, schöne Häuser hier, by the way. Mach auf. Da vorne geht's runter. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Das wollte ich doch wissen. Ah, ich bleib mal lieber hier und jetzt ein bisschen weiter den Bogen nehmen. So.
Der ist ein bisschen smoother. Like a smoothie. Oh, dann bist du ja gleich unsere Schlafgelegenheit gekommen, ne? Oh, schon ist so geil, Berlin. Ach, nö. Wie er mir den Weg blockiert. Wenigstens ist der Bahnstreifen hier schon breit. Da kann ich gefahrenlos überholen. Auch mit ein paar Promille im Blut. Gut, hier vorne ist auch wieder Kindergeburtstag. Na, da vorne auch. Guck mal, hier vorne ist sogar schon das hier vorne ist es ja schon. Und ich hab doch nicht mal ein rotes Bett. Lol. Immer geradeaus. So, hier müssen wir jetzt wo lang? Nee, das für Autos. Hier bin ich schon richtig, wie es aussieht. Obwohl, die sind auch Autos. Ich bin verwirrt. Okay, also da war es ein bisschen schon mal Parkdinger, Tankdinger, weiß ich doch. Dann müssen wir wahrscheinlich wirklich hier lang. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Warum? Hier. Laut den Geräuschen, die das Auto gerade gemacht hat, klang gerade so, als wenn ich hier auf Sand lang fahren würde. Also hier auf dieses. Auf diese. Ne, auf diese Schotter. Auf. Naja, halt Sandstraßen. So. Sehr geil. Gut. Dann. Quatsch. Ich wollte gerade schon viel Feier machen für die Folge. Aber so weit ist es noch lange nicht hier. So, die restlichen 11 Stunden, also 900 Kilometer, sollten wir am Stück schaffen, also in-game. In der Folge werden wir es bestimmt nicht mal schaffen. Obwohl, jetzt wo keine Mautdinger mehr kommen, oder? Kommen noch welche? Wahrscheinlich ja. Einfach weil ich das Spiel ärgern möchte. Eins kommt noch. Ne, zwei kommen noch. Eins kommt noch? Ich hab doch keine Ahnung. Da kommt noch eins und das war's. Okay. Dann der letzte Mautpoint. Hey, chill. Guck mal da hinten, Bilderbuchberge. Oh, schon haben wir wieder 13.000 Dollar. Das heißt, die nächste Abbuchung kann kommen. Muss man jetzt kurz gucken, kurz 13.000 Dollar. Wir brauchen nur 6.000. Nee. Wir brauchen was? Doch, genau, 6.000. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt zurückzahle. Obwohl, nee, da haben wir nur 3.000. Egal, reicht trotzdem. Aber 5.000, da haben wir schon wieder ein bisschen miese, aber. Die kriegen wir halt doch locker in einen Tag raus. Haben wir halt ein paar E-Mails mehr. Die mögen uns sowieso. Die haben unsere E-Mail-Adresse schon bei sich in den Favoriten drin. Wir bekommen einfach so eine automatische E-Mail zugestellt, ne?
So, dies ist eine elektronisch verfasste E-Mail. Sie könnten Schulden haben, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon? Wem interessiert das? Ändert sich eh jeden Tag. Ich meine, gut, wir haben ja noch fast 4 Stunden. Vielleicht kriegen wir bis dahin auch nochmal Geld. So, da vorne kommt der letzte Zoll. In Spanien. Vorne schaffen sie schon wieder rum. Zaragoza. Oha, ist das hier sogar schon eng, gell? Na, wobei geht. Ist da alles geklappt. So, links, rechts. Werde ich einig, Junge. Also doch rechts. So fix doch. Okay, die hier sieht schon fast aus wie ein bisschen in Amerika, ne? Halt schon voll hier, oha. Das Schöne ist, es ist halt auch genau gerade vor der Pause. Also von daher. Perfekt. Just perfekt. Bis dann.